Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge At Dead of Night. Oh, und das Publikum ist aber mal sowas von unzufrieden. Oha. Nee, wie meine Freundin sagen würde, oh je. Alle weg? Haben wir gar keinen Kompass mehr? Hat er uns den gemobst? Verdammt! Wieso haben wir jetzt eigentlich keine Geräusche mehr? It's just his comedy routine. It's his sense of humor. Oh, I'm sorry if you've been offended. Excuse me. Jetzt ist der Kompass wieder da? Also manchmal verstehe ich diese Kompassanzeige nicht. Is it Rose? Okay, du bist eigentlich in den Raum reingelaufen, aber vielleicht müssen wir dich ja vor der Tür befragen. Is it Rose? Is it Rose? Okay, was sagst du denn dazu? I saw you in the ballroom. The audience was booing and you were apologizing. What was happening? It wasn't Jimmy on stage anymore. It was Hugo Punch, his comedy character. Hugo started insulting his audience every night. He seemed to be enjoying it. And one night after the show, a guest told Jimmy what she thought of him. Jimmy lost his temper. He did something stupid. Okay. Was hat er denn Dummes getan? When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Okay, das war ja das Letzte, was wir gesehen hatten, das zerrissene Poster. Was there a fire at the hotel? Yes, but we caught it in time before it spread. Okay, das hat damit ja eigentlich nichts mehr zu tun. Das waren die Kellergeschichten. Who does the gun belong to? When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, does that have something to do with what you said about the gun? Okay, es war nicht die Pistole. Who drew those violent pictures? When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? I don't know anything about that. Nein, bleib! Aber ich weiß nicht, was er hätte Dummes machen können. Drahtspule? Where was the crossbow from? Es wurde ja noch nicht gesagt, dass er irgendwen verletzt hat. Who does the dagger belong to? It was a letter opener. It was a present from someone. What were all the cricket and baseball bats for? They used to belong to my husband when he was a teacher. What are those rusty old keys for? What was the coil of wire used for? Jimmy used to carry wire around with him. He liked playing around with electronics.
Hat das vielleicht damit was zu tun? When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, is that connected to what you said about the coil of wire? Oh je. Er dreht wirklich durch. Eingangsbereich, ne? Die Presse stand bestimmt vor der Haustür. Also ich weiß nicht unbedingt, ob ich die Tür aufmachen will. Es muss einen wahrscheinlich schon selber richtig nerven, bevor einem diese Videosequenz angezeigt wird. Weil ich weiß sonst nicht, wie man die triggern soll. Ach, guck mal einer an. Ihr hat's also, kann ich hier? Nee, die kann ich noch nicht benutzen. Küche? Die ist auch immer noch zu. Können wir da jetzt rein? Schade. Ach ja, die Paparazzi. Is it Rose? Yes. I saw you upset. People were knocking on the door asking questions. Who were they? Die Koffer. Oder die Abschiedsnachricht. Erst die Abschiedsnachricht. When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, is that connected to the goodbye note? Badewanne, zweiter Stock, Partyhütchen. Also ich sag Badewanne, es sah eher so aus, wie dass du von unten die Wasseroberfläche sehen konntest. Wo, ja, aber eigentlich ist das ja eher so tröpfelnderweise wie Regen gewesen. Also kann es ja eigentlich keine Badewanne gewesen sein. Also Speicher nicht vergessen. Zweiter Stock. Wahrscheinlich da im Badezimmer. Ah, da wollte ich nicht hin. Obwohl, die Tür war hier noch zu. Kompass. Jetzt muss man echt wieder aufpassen.
Also irgendwo war gerade das Wasser an. So, wir haben nicht von dem Raum, sondern von dem anderen. Wobei es sieht da gegenüber jetzt auch nicht wie eine 1 aus. Wahrscheinlich der vorherige Raum. Sollen wir mal versuchen, den hier reinzulocken, sodass er sich im Badezimmer versteckt und wir den einschließen können? Dreh dich um! Oh. Das ging aber sehr schnell. Also mein Herz pumpt gerade so, wie dieses Bild da wackelt. Okay, er ist im Raum. Oh, ob wir da gleich so schnell den Schlüssel kriegen, ich weiß nicht. Ach, wir sind im Falschen, stimmt. Ah nee, er ist nicht im Raum. Wir hatten ja nur 221. Was habe ich eigentlich für dumme Gedanken, ey? Ich habe auch schon wieder vergessen, was ich machen muss. Wollte ich auf dem Flur fragen? Ach nee, wir hatten das Wasser gehört. Wir müssen wahrscheinlich in 221 rein. Nee, hier ist auch keine Videosequenz. Okay, das ist seltsam. Weil es klang ja quasi so, als wenn wir an der Wasserquelle vorbeigelaufen sind. Doch, 223? Da war ich doch gerade. Ja, und die eine Ecke in der dritten Etage, die wir einfach nicht geknackt kriegen. Egal aus welcher Sichtweise. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch automatisch. Hier können wir das jetzt ausprobieren, ne? Okay. I'm here. Down here. Kommt er? Oder brauchen noch eine extra Einladung? Ich möchte nämlich gerne ein bisschen länger Ruhe vor ihm haben. This way. Jetzt geht's schnell. Der war doch so nah. Jimmy? Mal gucken. Waren wir zu schnell drin?
Oder redet er jetzt auf dem Flur? Es ist noch rot, das Zeichen. Verdammt. Ah, ich habe schon zweimal auf die Tür geklickt gehabt, aber es hat irgendwie nicht gezogen. Vielleicht muss man dann länger warten, ich weiß es nicht. Aber es war zumindest ein Erschrecken mit Vorwarnung. So ein bisschen. Ich weiß immer noch nicht, was diese Funktion bringen soll. Okay, also er wollte sich anscheinend doch ertränken in seinem Bad. Is it Rose? I saw you in a room upstairs. It looked like you found someone in the bathroom. What happened? It was Jimmy. He tried to kill himself. That's why I had to tell him the truth. Die Wahrheit sagen bezüglich... Wo haben wir denn? Das Buch? I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Who made it? Harvey said Jimmy made it. I don't remember. Ach so, das ist noch. Ah. Ja, was heißt? Was ist jetzt aussagekräftig dafür, dass er die Krankheit hat? Diazepam? Where did the bottle of diazepam come from? It belonged to Dr. Bose. When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with what you said about the diazepam? I don't know anything about that. Er muss ja einen Beweis haben, dass er was gemacht hat. Was ist der Beweis? Der Dolch? When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have anything to do with what you said about the dagger? Nein, bleib. When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to what you said about the fire in the hotel? Verdammt. Weil heißt es, glaube ich, noch nicht, dass sie weg ist. Armbrust, Sportschläger, Handfeuerwaffe, Waffe? When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with what you said about the gun? Okay. Also haben wir zu wenig Übereinstimmung gehabt. Nun weiß ich gerade nicht, wie lange wir warten müssen. Hatten wir eigentlich einen Schlüssel, um hier abzuschließen? Ach nee, wir haben gerade wieder gar keinen Schlüssel, weil Jimmy uns alles genommen hat. Ups, 85% haben wir übrigens. Nice. Gut, ich würde sagen, ich mache hier eine kleine Pause mit rein. Ich hole mir noch ein bisschen was Neues zu trinken, esse mir vielleicht zwischendurch noch was und ich denke mal, dann ist die Wartezeit im Schrank. Ich werde reingehen.
ist die Wartezeit garantiert lang genug gewesen, damit wir weitere Fragen stellen können und noch andere Gegenstände durchtesten können. Oder wir gucken vorher nochmal in den Spiegel, vielleicht wird uns ja ein Objekt gezeigt, welches wir ansprechen sollen. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo dalasst und das Glöckchen aktiviert, denn dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Bis dahin, ciao mit V.